Ich lebte wie eine kleine Königin. Der Tag bestand aus Essen, Streicheln und Schlafen. Bis zum bösen Erwachen. Weggeworfen wie ein altes Spielzeug musste man mich aus einer Tonne retten. Aber warum? Ich wünsch mir doch nur ein warmes Plätzchen und ab und zu ein bisschen kuscheln. Sie hörten Monika Weinzettel als Hauskatze Mia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at. Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des BMS GBK. Ihr kennt das sicher. Wenn es wieder herbstlich wird und kalt und feucht und unangenehm, dauert es nicht lange, bis die erste Erkältung anklopft. Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Schüttelfrost. Wenn dann vielleicht noch richtig hohes Fieber dazukommt, ist es mehr als nur unangenehm, sondern die echte Grippe. Das kann sogar lebensbedrohlich werden und hält einen deutlich länger ans Bett gefesselt als reine Erkältungskrankheiten. Die jährliche Influenza-Impfung schützt in hohem Maß vor einer Influenza-Erkrankung, vor schweren Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen. Eine Impfung ist daher richtig sinnvoll. Der beste Zeitpunkt für die Influenza-Impfung ist von Ende Oktober bis Mitte November. Deswegen am besten jetzt gegen Influenza impfen, weil die echte Grippe ist echt nicht lustig. Mehr Infos auf impfen.gv.at/influenza. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Zwischendurch war ich dann gar nicht mehr so überzeugt von dem Konzept der Mitgliederwahl. Einfach auch aus dem Grund, weil so ein Stufenbau der Partei ja natürlich schon noch was für sich hat. Weil wenn man dann quasi einen Vorsitzenden hat, der nur von den Mitgliedern unterstützt ist und vielleicht dazwischen gar nicht so viel Unterstützung hat, dann kann das auch dazu führen, dass die Macht eigentlich noch viel zentrierter wird, nämlich sich ganz auf dem oder der Vorsitzenden dann zuspitzt. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Redakteur bei der Kleinen Zeitung und innenpolitisch gibt es für uns momentan vor allem ein Thema, nämlich was wird aus der SPÖ? Die SPÖ ist ja gerade in einem Konflikt darüber gefangen, wer die Partei in die Zukunft führen soll. Und über genau diese Zukunft spreche ich mit Maria Malcznik, der Direktorin der Parteiakademie des Karl-Renner-Instituts, darüber, was die SPÖ in ihrem Herzen, in ihrem Kern ausmacht, was die Themen für die Zukunft sind und was sie dem oder der zukünftigen Vorsitzenden mitgeben wird. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, Maria Malcznik. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin eine langjährige Zuhörerin von Ganz offen gesagt. Und selber Podcasterin mit eurem eigenen Podcast am Renner-Institut. Rotfunk heißt er. Wir verlinken natürlich gerne in den Shownotes. Insofern freue ich mich auf das Gespräch. Ganz offen gesagt fängt ja klassisch an mit einer Transparenzpassage. Erstens, woher wir uns kennen und zweitens der Frage nach dem parteipolitischen Engagement. Die erste Frage können wir ganz schnell abklären. Wir hatten ein, zweimal, glaube ich, miteinander zu tun bei Geschichten rund um die SPÖ. Wir kennen uns aber nicht, weiß Gott, wie gut. Wir haben, als wir diesen Termin ausgemacht haben, noch gerätselt, sind wir jetzt per Du oder per Sie. Wir haben uns für das Du entschieden. Zweite Frage erübrigt sich über weite Strecken. Parteipolitisches Engagement. Du bist sehr lange in der SPÖ. Erzähl mal, wie bist du damals zur SPÖ gekommen? Ich bin ja an sich auch, wie auch viele, die in der SPÖ aktiv sind, auch in einer sozialdemokratischen Familie aufgewachsen. Mein Vater war auch Kommunalpolitiker, Bürgermeister in Zell-am-See. Bürgermeister in Zell-am-See, genau. Und da kommt man dann natürlich auch mit den Debatten automatisch in Verbindung. Und ich habe mich aber auch nie dann engagiert irgendwie in der Schulpolitik, also in der Schülerinnenvertretung oder so. Bin dann aber, als ich mit 18 Jahren nach Wien gezogen bin, um an der Wirtschaftsuniversität zu studieren, in Kontakt gekommen mit dem VSSDÖ, weil dort eine Gruppe aufgebaut wurde an der Wirtschaftsuniversität Wien
zufälligerweise von Niki Kowal, der damals diese Gruppe aufgebaut hat. Und so bin ich ein historisch schwieriger Boden für den VSSDÖ, ja, würde ich vermuten. Ja, es gab auch damals zum ersten Mal seit Jahren dann wieder eine VSSDÖ-Gruppe. Wir sind dann auch angetreten gleich zu den ÖH-Wahlen. Ich war dann auch Spitzenkandidatin an der WU, als ich ganz frisch begonnen habe, mich politisch zu engagieren. Das war ganz aufregend. Und wir haben dann ein respektables Ergebnis auch erreicht. Das hat natürlich damals viel zu tun gehabt, auch mit der politischen Großwetterlage. Das waren so die Endzüge von Schwarz-Blau, quasi von der ersten Schwarz-Blau-Phase, wo es ein ganz großes Protestpotenzial auch gab an den Universitäten. Und haben wir uns dann sehr gefreut über ein gutes Wahlergebnis. Und ja, und ich war dann auch Jahre später dann auch VSSDÖ-Bundesvorsitzende und bin dann auch beruflich, weil ich immer so im politischen Umfeld, würde ich sagen, nicht also mit einer Pause in der ÖBB, aber sonst halt in Arbeiterkammer, Finanzministerium und ja, und bin dann 2016, habe ich dann begonnen als Direktorin im Karl-Renner-Institut. Du warst vorher noch kurze Zeit Kabinettschefin bei Christian Kern im Kanzleramt und bist dann ins Renner-Institut gewechselt. Genau, es ist im Sommer 2016 ganz plötzlich mein Vorgänger, der Karl Dufek, verstorben. Und ich habe dann quasi seine Nachfolge angetreten im Herbst. Das heißt, ich war ein paar Monate im Bundeskanzleramt und habe dann im Renner-Institut begonnen, ja. Was du jetzt nobel übergangen hast, du bist einmal aus Protest ausgetreten aus der SPÖ, habe ich in der Vorbereitung irgendwo gelesen. Warum denn? Das hat mich schon lange niemand mehr gefragt. Das war im Jahr, jetzt muss ich kurz rechnen, 2007, glaube ich, waren die Nationalratswahlen, die Alfred Gusenbauer. 2006 war die Nationalratswahl 2006, und 2007 genau, ist er, glaube ich, Kanzler gewesen. Die Regierungsbildung war dann Anfang 2007. Und ich habe eh schon vorher erzählt, Endphase von Schwarz-Blau. Und das war vor allem unter jungen Menschen eine unglaubliche Politisierungsphase und dann auch viel Hoffnung in einen neuen politischen Staat in Österreich. Und das hat auch damals ganz klar, eine ganz klare politische Agenda gegeben, mit der die SPÖ in diese Wahlen gegangen ist und auch in die Regierungsverhandlungen. Und der große Punkt, und das war natürlich als VSSDÖ-Funktionärin besonders wichtig und präsent für uns, war damals die Abschaffung der Studiengebühren, die quasi als Koalitionsbedingung genannt wurden. Und die Bedingung, von der ist die SPÖ dann damals wieder abgerückt, um die Regierung mit der ÖVP hinzubekommen. Und da war natürlich die Enttäuschung unglaublich groß. Und da hat es dann unglaublich viel Frust. Ja, Frust auch gegeben. Und im Nachhinein auch mit der Erfahrung, die ich dann seither auch mit der ÖVP zum Beispiel machen konnte, habe ich natürlich viel mehr Verständnis dafür, nicht immer dann die eigenen Bedingungen und Prioritäten so durchziehen kann. Aber damals war der Frust dann so groß, dass ich dann ausgetreten bin aus der SPÖ, bin aber dann relativ schnell wieder eingetreten und habe mich dann eigentlich auch in der SPÖ engagiert. In der SPÖ engagieren sich momentan gerade wieder viele Leute, die auch Hoffnung haben, weil du das zuerst angesprochen hast. Während wir das hier aufnehmen, läuft gerade der, ich würde sagen, ein bisschen fortgeschrittene Bewerbungsprozess um die Suche nach einer neuen oder vielleicht auch alten Parteivorsitzenden. Erste Frage, hast du dich selber beworben? Ich habe mich nicht beworben, nein. Quasi als Ergänzung zur Transparenzbasare. Ich würde heute gerne mit dir reden, als Leiterin der SPÖ-Parteiakademie des Renner-Institutes, darüber, was die SPÖ als Ganzes ausmacht. Aber ich würde, glaube ich, meine journalistische Erfahrung ein bisschen hinteranstellen, wenn ich dich nicht frage, wie hast denn du diese letzten doch relativ bewegten Wochen in der SPÖ erlebt? Ja, das waren sehr intensive Wochen, glaube ich, für viele. Quasi der Brief, den der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil verfasst hat und auch veröffentlicht hat, quasi am Tag, bevor die Partei
Gremien sich getroffen haben, der hat schon sehr viel ausgelöst und vor allem eben mit seiner Forderung nach einer Mitgliederabstimmung hat er es ja genannt. Und dann ist man ja drauf gekommen, das ist tatsächlich nicht möglich laut Statut. Und dann hat man sich auf diese Mitgliederbefragung geeinigt. Und das hat natürlich schon unglaublich viel in Bewegung gebracht. Und dass dann auch noch mehrere andere Kandidaten dann, fast nur Kandidatin, auch noch sich deklariert haben, hat das natürlich dann noch einmal stärker beschleunigt. Ich glaube, dass die SPÖ momentan völlig neues Territorium betritt. Wir kennen diese Arten von Mitglieder Einbeziehung, ich sage das jetzt einmal so ganz global, wenn es um den Parteivorsitz geht, ja von vielen anderen Parteien auch, das ist ja nichts ganz Neues, aber für die SPÖ ist das völlig neu, ein völliger Bruch natürlich. In Österreich ist es überhaupt noch nicht besonders üblich. Ich glaube, die NEOS haben so einen internen Vorwahlprozess, der irgendwie dreigeteilt ist zwischen Mitgliedern, Sympathisanten und Funktionären, aber ansonsten gibt es da in Österreich Bei den Grünen und bei den NEOS gibt es halt viel mehr die Kultur, dass jeder kandidieren kann für alles und dann entscheiden nicht die Mitglieder, aber die Gremien, aber dadurch, dass beides relativ kleine Parteien sind, jetzt auch was die Mitgliederanzahl betrifft, ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen Mitgliedern und Funktionären gar nicht mehr so groß. Aber das ist eben das Besondere an der SPÖ, dass sie eben doch noch, und das ist, finde ich, schon auch was Besonderes, auch im internationalen Vergleich, so viele Mitglieder hat, nämlich eine sechsstellige Anzahl, auch wenn es weniger geworden sind in den letzten Jahren und wie man auch weiß und auch diskutiert, dass der Altersdurchschnitt relativ hoch ist. Das heißt, das ist, wenn es nicht eine massive Eintrittswelle gibt, wird das ja dann noch weniger werden. Aber es sind immerhin. Wir reden da jetzt, glaube ich, von 140.000, glaube ich, sind es jetzt ungefähr oder etwas über 100, oder sind es zwischen 140 und 150.000. Und das ist schon viel. Also die SPD zum Beispiel hat, glaube ich, in absoluten Zahlen schon ein bisschen mehr Mitglieder, aber im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist die SPÖ da, glaube ich, wirklich absolut bei den Spitzenreitern dabei, auch international, was die Mitglieder betrifft. Und das macht es natürlich dann schon sehr, sehr spannend. Mhm. Du warst ja eine der Chefinnen, kann man sagen, der Sektion 8, die sich so ein bisschen als, sagen wir, Partei-Think-Tank oder Partei-Innovations-Inkubator verstanden hat. Und ihr habt damals schon gefordert, eine Urabstimmung über die Parteiführung. Findest du jetzt Mission accomplished? Das ist es, was ich wollte? Ich habe ja mich dann auch in den Jahren dazwischen viel beschäftigt mit dieser Frage der Parteiorganisation, weil ja das Renner-Institut ja an sich auch sich viel mit Demokratie und Organisation beschäftigt. Und ich habe mich dann zwischendurch, war ich dann gar nicht mehr so überzeugt von dem Konzept der Mitgliederwahl. Einfach auch aus dem Grund, weil so ein Stufenbau der Partei ja natürlich schon noch was für sich hat. Weil wenn man dann quasi einen Vorsitzenden hat, der nur von den Mitgliedern unterstützt ist und vielleicht dazwischen gar nicht so viel Unterstützung hat, dann kann das auch dazu führen, dass die Macht eigentlich noch viel zentrierter wird, nämlich sich ganz auf dem oder der Vorsitzenden dann zuspitzt, weil der sagt dann, mich haben ja die Mitglieder gewählt und dazwischen und die Gremien sind jetzt vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Und da gibt es auch viel Literatur dazu in der Politikwissenschaft und ich finde schon auch, dass das was für sich hat. Aber es gibt halt wie bei so vielen Dingen viele Pluspunkte, viele Minuspunkte. Jetzt machen wir das mit der Mitgliederbefragung. Ich bin schon sehr gespannt, wie das ausgeht. Bevor wir weitersprechen, weil wir uns derzeit alle quasi in einem Crashkurs über das SPÖ-Parteistatut befinden, welche Stellung hat denn das Renner-Institut und damit deine Position innerhalb der Partei? Kannst du das ganz kurz erklären? Also jetzt rein statutarisch ist das Renner-Institut ein Verein, als Verein organisiert, als gemeinnütziger Verein, wie alle Parteiakademien. Wir bekommen eine
Bundesförderung, die bemisst sich daran, wie viele Abgeordnete die SPÖ im Parlament hat. Wir haben letztes Jahr unseren 50. Geburtstag gefeiert und vor 50 Jahren ist auch dieses Gesetz beschlossen worden. Das war quasi die Kreis G1 und Teil auch dieser berühmten kreiskischen Demokratieoffensive, wo er gefunden hat, dass die Parteien und auch eine Bildungseinrichtung brauchen, damit sie besser arbeiten können. Und der Verein Karl-Renner-Institut, der ist aber sehr eng mit den SPÖ-Gremien verflochten. Also die Mitglieder des Renner-Instituts sind die Mitglieder des Parteivorstands der SPÖ. Und die Präsidentin des Renner-Instituts, das ist auch dann die wichtigste Vertreterin des Renner-Instituts nach außen, die leitet das Institut politisch, die wird dann auch von diesen Gremien gewählt. Und das ist momentan eben seit mehreren Jahren die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, und die hat den politischen Vertretungsauftrag für das Renner-Institut. Ich selbst bin dann quasi eine leitende Mitarbeiterin als Geschäftsführerin und kümmere mich um sowohl natürlich um die Programmerstellung, aber auch um die Tagesarbeit. Kannst du ganz kurz umreißen, was ihr so im Alltag macht? Ihr bietet Kurse für Funktionäre an, habe ich gesehen, aber ihr seid auch ein bisschen die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik, wie ihr das versteht. Also ich würde sagen, dass wir ungefähr die Hälfte unserer Zeit und unseres Personaleinsatzes und unseres Geldes unser klassisches Ausbildungsprogramm investieren. Das sind Seminare und Lehrgänge für Politikerinnen und Politiker, für Aktivistinnen und Aktivisten auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir bemühen uns in diesem Programm, jene, die quasi aktiv am politischen Prozess teilnehmen, als Politikerinnen, als Parteifunktionärinnen und so weiter, denen Handwerkszeug zu vermitteln und mitzugeben, damit sie ihre Arbeit besser machen können, damit sie bessere Politikerinnen werden und bessere Campaignerinnen und Aktivistinnen werden. Und das machen wir auch ganz in enger Kooperation mit den Bundesländern, mit den Landesorganisationen der SPÖ. Wir haben in jedem Bundesland auch Renner-Institutsvertreterinnen sitzen, die dann auch das Programm in die Fläche bringen. Die zweite Hälfte unserer Aktivitäten, würde ich sagen, umfasst den großen Bereich politischen Diskurs, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge. Gestern hatten wir einen Vortrag von einem Ökonomen, der ein China-Experte ist zum Beispiel, der einen sehr umfassenden Vortrag über die aktuelle chinesische Strategie gehalten hat. Also da geht es dann schon auch um politische Bildung für die Öffentlichkeit und für alle politisch Interessierten. Und wir bringen Publikationen heraus, haben eben auch einen Podcast und versuchen, und das haben wir vor ein paar Jahren erst so ganz intensiv, also viel intensiver noch begonnen, einen Bereich herauszuarbeiten, der sich nennt Wissenschaft und Politik, wo wir uns bemühen, uns als Schnittstelle zwischen Politikern und Politikerinnen und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu positionieren. Und wir verstehen aber Wissenschaft und Politik, die Zusammenarbeit weit darüber hinausgehend, dass Wissenschaftler Politiker beraten. Das ist auch wichtig, aber wir sehen das ganz anders oder viel, viel, fassen das viel weiter. Mhm. Ja, und da das sind wir sehr intensiv dran. Okay. Angenommen, jetzt wird einer von diesen, derzeit sind es noch 73 Kandidatinnen und Kandidaten, Parteichef. Was könnt ihr ihm, wenn jemand neuer ins Amt käme, jetzt anbieten und sagen, hey, okay, wir haben hier einen Grundkurs, wie ist man Parteivorsitzender, oder gibt es da so ein Briefing zu den wichtigsten Themenfeldern, die man als SPÖ bearbeiten will? Nein, und das glaube ich brauchen, also ich glaube, es wird ja... Ich glaube, dass die Chance ja sehr gering ist, dass eine Person wird, die nicht schon Erfahrung das hat. Schon eigentlich voll im Blut hat. Und wir machen auch gar nicht so viel Ausbildung für Spitzenfunktionäre und Spitzenfunktionäre, nur in einem sehr, sehr begrenzten Ausmaß. Aber wir unterstützen natürlich in jeder Hinsicht dann auch die Partei, aber natürlich im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrags, ne, der politischen Bildung. Genau,
deswegen wollte ich ja heute mit dir reden, weil wir reden jetzt ganz viel darüber, welche Person die Sozialdemokratie führen kann. Was meiner Ansicht nach ein bisschen kurz kommt in dieser ganzen Debatte ist die Frage, was heißt Sozialdemokratie im Jahr 2023 grundsätzlich eigentlich? Wofür steht diese Partei allgemein, unabhängig davon, in welchen, worauf man jetzt genau den Fokus legt, ob es jetzt Migrationspolitik, ob es Arbeitsmarktpolitik ist oder sonst was. Wenn ich quasi als Alien auf der Erde lande und da, weiß nicht, vor der Löwelstraße lande und wissen möchte, was glauben diese Leute oder wofür engagieren sich diese Leute, die da drin sitzen, was ist die Antwort? Ja, ich würde sagen, die Antwort ist, dass unsere Gesellschaft sehr ungleich ist. Sie war vielleicht schon einmal ungleicher, aber sie war auch schon einmal gleicher, was die Verteilung der ökonomischen Ressourcen, der sozialen Ressourcen, auch des natürlich des Vermögens betrifft und dass die und auch der Chancen betrifft und dass die SPÖ sich zum Ziel gesetzt hat, dass man diese starke Ungleichheit nicht will, dass man eine, wir haben das auch im Grundsatzprogramm so formuliert, dass das Ziel ist, dass eine möglichst breite Mitte gibt, dass die Gesellschaft aus einer möglichst breiten Mitte besteht und dass oben und unten arm und reich so wenig wie möglich ausmachen soll. Und für die Menschen an sich geht es halt darum, dass die nicht beschränkt werden sollen und eingegrenzt werden sollen von systemischen Einschränkungen, die ihnen das Leben schwer machen, die es ihnen schwer machen, sich frei zu entwickeln und zu entfalten und dass alle die Chancen haben, was aus ihrem Leben zu machen. Jetzt sind das halt Sätze, die wahrscheinlich jede Partei in einem gewissen Ausmaß für sich in Anspruch nimmt. Sie sagen, okay, wir engagieren uns für eine Mitte, wir wollen möglichst wenig Barrieren, dass sich jeder Mensch frei entfalten kann. Wieso sollte ich da als Wählerin, als Wähler, als Bürgerin, als Bürger zur SPÖ greifen oder vielleicht mich sogar dort engagieren, wenn das doch eh alle wollen? Ich glaube, weil die SPÖ weiß, wie man da hinkommen kann. Und auch davon überzeugt ist, dass man das weder allein einem Markt, einem freien Markt überlassen kann, noch dass man davon ausgehen kann, dass Menschen, die arm sind oder weniger Glück haben im Leben, gleichzeitig vielleicht eine mangelnde Leistungsbereitschaft mitbringen. Also ich glaube, wir haben dann schon ein sehr anderes Menschenbild als auch die anderen Parteien, was ja auch passt und gut ist. Und dann gibt's natürlich, ist uns natürlich klar, dass es einfach unterschiedliche Interessen gibt. Es gibt einfach in einer Gesellschaft widerstreitende Interessen. Und mit denen, die muss man organisieren, strukturieren. Da muss man auch um die Interessen auch kämpfen und ringen. Und das spricht, glaube ich, die SPÖ dann schon immer sehr klar an, dass es einfach einen Gegensatz gibt zwischen Arbeit und Kapital, wenn man das so nennen möchte. Ganz klassisch. Und ich glaube, den gibt es nach wie vor. Und dass man den, dass man, ja, und dass man, dass das auch in einem politischen Prozess bearbeitet gehört. Habt ihr da nicht einfach schon sehr viel erreicht historisch? Die SPÖ schaut immer wieder gerne zurück auf ihre historischen Erfolge, die es unbestritten gibt, wenn man sich anschaut, wie das Land vor 100 Jahren ausgeschaut hat, wie die Stadt Wien vor 100 Jahren ausgesehen hat und so weiter. Jetzt ist in Österreich der Markt weit davon entfernt, ein absolut freier Markt zu sein, wo das Kapital alles bestimmt und der Arbeitnehmer nichts, sondern wir haben Kollektivverträge in, du weißt es besser, 80-90% der Beschäftigungsverhältnisse. Wir haben relativ stark reglementierte Mietenmärkte und. Habt ihr da nicht quasi schon alles erreicht, was ihr erreichen könnt? Ich glaube, dass extrem viel erreicht wurde. Und wir, auch wenn wir die Fundamente unseres Sozialstaats, wenn wir uns die anschauen, dann gehen ja die schon auf die Erste Republik zurück. Und da kann, glaube ich, die SPÖ sehr stolz sein, sehr viel erreicht zu haben. Und auch in den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik und natürlich auch gemeinsam durchaus mit den Konservativen in diesem Land, auch in einem Interessensausgleich, ist, glaube ich, ganz, ganz viel erreicht worden. Nur was wir jetzt sehen, auch seit den 1980er Jahren systematisch, ist, dass ganz offensichtlich man sich nicht ausruhen kann und dass gewisse Probleme, die man schon
geglaubt hat, dass die überwunden sind, dass die wieder zurückkommen oder dass andere Probleme auftauchen. Also die Verteilung von Vermögen wird immer schiefer. Wir haben, was jetzt dazugekommen ist in den letzten Jahrzehnten, ist das Thema Umwelt- und Klimapolitik, das neue Bedrohungen mit sich bringt. Die Globalisierung, Österreich ist auch Teil der Europäischen Union, hat den Arbeitsmarkt und hat überhaupt Märkte, hat die Wirtschaft, das Bankensystem, das Finanzsystem völlig umgeworfen, die Digitalisierung und so weiter und so fort. Und da gibt's, glaube ich, ganz viele neue Herausforderungen, die vielleicht sogar vor 40 Jahren noch gar nicht so da waren, für die es jetzt wieder die Sozialdemokratie braucht. Du hast zuerst angesprochen, wir haben ein ganz eigenes Menschenbild. Was ist denn das Menschenbild, von dem die SPÖ oder die Sozialdemokratie als Bewegung ausgeht? Ja, ich würde sagen, dass die Sozialdemokratie im Grundsatz den Menschen als Beziehungswesen versteht. Natürlich auch als wertvolles Individuum, aber nicht als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin. Das heißt, diese Vorstellung eines Homo economicus, die ja sehr modern geworden ist, dann ab den 1980er Jahren, dass jeder Mensch sehr eigennützig agiert, und zwar in jeder Lebenslage, nicht nur wenn es um Geld geht, sondern wenn es auch um Beziehungen geht und so. Da gibt es ja da in der soziologischen Literatur ja ganz absurde Auswüchse auch von dem Ganzen, sondern dass der Mensch einfach sich versteht auch als Teil von etwas, als Teil einer Familie, als Teil eines Freundeskreises, als Teil einer Gesellschaft auch. Und dass es eben für alle wichtig ist, dass es den Menschen und der Gesellschaft im Gesamten gut geht. Ich glaube, dass kein Mensch gut leben kann, und wir sehen das ja auch in Ländern, wo die Ungleichheit ja noch viel größer ist, dass ja die Reichen dort ja nicht glücklicher sind. Weil wenn man auf die Straße geht und sein Leben bangen muss, oder wenn man sich dauernd mit bewaffnetem Sicherheitspersonal schützen muss, oder wenn man selbst Angst haben muss, dass einem im Leben was passiert, wo man dann ins Bodenlose fallen kann, dann, glaube ich, macht es die Menschen auch nicht glücklich. Ich glaube, der Mensch hat ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, und das Wissen, dass man das gemeinsam, gemeinschaftlich gut bedienen kann, ist ja auch die Grundlage unseres Verständnisses eines Sozialstaats zum Beispiel. Lass mich kurz einen historischen Exkurs machen. Ich habe vor einigen Monaten bei uns den Dachboden ausgeräumt und habe von meinem Großvater eine klassische alte Mitgliedskarte in der SPÖ, der damaligen Sozialistischen Partei, gefunden. Und da hatte er irgendeine Funktion, die hieß Ordner, aber das heißt, er hat da an Veranstaltungen mitgewirkt und geschaut, dass die geordnet ablaufen, war in der Zwischenkriegszeit. Und da stand einiges drauf, so der gute Ordner trinkt nicht, er raucht nicht, verhält sich vorbildhaft nach außen. Und nachdem das ja jetzt gerade in diesem Wettbewerb um die SPÖ-Spitze auch wieder Thema ist, inwieweit quasi die Partei die Menschen formen soll oder erziehen soll oder eben nicht, würde mich interessieren, wie siehst du denn das? Ist es ein Teil des SPÖ-Auftrages, der Mission quasi, den Menschen zu sagen, wie sie sein sollten? Historisch kommt ja hat sich ja die SPÖ entwickelt aus den Arbeiterbildungsvereinen, und darauf verweisen wir ja auch als Renner-Institut immer sehr gerne, und zwar mit einem emanzipatorischen Bildungsverständnis. Das heißt, es gab viele Fabriksarbeiter, Fabriksarbeiterinnen. Adelheid Popp zum Beispiel war so eine prominente Vertreterin davon, die fast nicht lesen und schreiben gelernt haben, kaum in die Schule gegangen sind, und wo dann diese Arbeiterbildungsvereine entstanden sind, die zum Ziel hatten, auch die Menschen zu ermächtigen, über ihre eigene Position in der Gesellschaft Bescheid zu wissen, über die gesellschaftlichen Verhältnisse Bescheid zu wissen und darüber, was man selbst in dieser Gesellschaft ist. Ich glaube, das ist eigentlich die Grundlage. Ich glaube, was man nicht beiseite lassen kann, auch in der Geschichte der Sozialdemokratie, das ist natürlich auch immer wieder, aber das würde ich eben jetzt nicht als Haupttreiber sehen, dass es natürlich auch Initiativen und Vereine gegeben hat, zum Beispiel früher der Arbeiterabstinenzler. Mhm.
Bund, so glaube ich hat das geheißen. War ja ein Riesenproblem, genau, auch von der feministischen Achse her, dass quasi das ganze Geld Alkoholismus, auch bei den, genau, und Gewalt bei den unter den Arbeitern, und wo es dann eine Initiative gab, die das auch thematisiert hat und wo es auch, wo man auch gesagt hat, hey, wir sollten doch vielleicht auch sehen, dass das Probleme bringt, der Alkohol. Und das ist schon, ist schon auch immer, schwingt natürlich immer mit. Aber ich würde sagen, die Grundlage ist eine emanzipatorische, aber ich würde das auch gar nicht so ablehnen, zu sagen, es gibt ja auch sowas wie gemeinsame Regeln und auch eine Vorstellung davon, wie wir zusammen leben wollen. Und ich würde das jetzt gar nicht so, so unsympathisch sehen, erzieherisch. Verstehe. Ich habe vor kurzem ein Buch fertig gelesen von dem niederländischen Journalisten Gerd Mack, der heißt In Europa, und da beschreibt er unter anderem, dass Wien dem Ersten Weltkrieg, wo er im Wesentlichen sagt, ja okay, da waren alle Entwicklungen der nächsten Jahrzehnte schon gelegt. Unter anderem beschreibt er die Sozialistische Partei damals als diejenige, die die Vision hat, dass man durch politisches Engagement die großen Probleme der Welt bewältigen kann. Ist das ein historisches Unikum der heutigen SPÖ oder haben das inzwischen alle Parteien in einem gewissen Ausmaß übernommen, dass sie sagen, okay, durch Politik kann man irgendwie die Welt verbessern? Oh ja, ich glaube, dass das mittlerweile schon auch ein Common Sense geworden ist. Damals, nach dem Ersten Weltkrieg, das war ja auch das Ende der Monarchie und die Geburtsstunde der Republik und der parlamentarischen Demokratie, wie wir sie heute kennen. Unsere Verfassung fußt ja, also es gab dann später noch eine Verfassung, aber fußt ja quasi auf dieser Gründungsverfassung auch. Und da war, glaube ich, doch, da war die Sozialdemokratie schon Vorreiter und recht einzigartig dafür, für diese Demokratie auch zu kämpfen. Und Karl Renner, der Namensgeber des Renner-Instituts, und wir beschäftigen uns wirklich nicht sehr viel. Nicht verschwägert übrigens, ja. Ach so, ja, genau, obwohl auch Niederösterreicher, aber er ist dann erst nach Niederösterreich gezogen. Genau, er war aus Nikolsburg, also Nikolov heute. Aus Böhmen, genau, und ist dann nach Niederösterreich gezogen, weil er dann dort für einen Wahlkreis dann auch kandidiert hat in Neunkirchen. Aber genau, und ich glaube, was halt die Sozialdemokratie von Anfang an ausgemacht hat, und das ist, glaube ich, auch heute noch so wichtig, ist das Grundprinzip der Demokratie. Und das hatten damals andere Parteien noch nicht. Ich glaube, also die Christlich-Sozialen waren überhaupt nicht glücklich mit dieser Republik und mit dieser Demokratie, was sich dann auch später bitter gerecht hat. Aber dass man quasi in einer parlamentarischen Demokratie, dass das die Gesellschaftsform und Staatsform ist, in der wir leben und Politik machen und uns auch den Interessensausgleich finden. In dieser Grundlage bewegen sich jetzt natürlich auch die anderen Parteien. Und das, glaube ich, ist wirklich ein riesengroßer historischer Fortschritt, wenn man sich den großen historischen Bogen anschaut, dass man sich eben dann auch in Parteien, die ja die tragende Säule dieser parlamentarischen Demokratie sind, dass man sich mit Engagement in Parteien auch für die eine bessere Welt einsetzen kann. Eine bessere Welt. Wir haben das jetzt schon ein bisschen abstrakt besprochen, dass es eben immer wieder Herausforderungen gibt, diese Errungenschaften teilweise zu verteidigen, teilweise in den neuen Feldern, Klima, Digitalisierung hast du genannt, neue Regeln zu schaffen, wie man dessen Herr wird. Was heißt denn das konkret? Kannst du drei Anliegen nennen, wo du sagst, okay, wenn die SPÖ jetzt könnte, wie sie wollte, das wären die drei Sachen, die jetzt eigentlich sofort umgesetzt werden würden? Ich glaube, auf der einen Seite ist es sicher das große Thema Verteilungspolitik und Vermögensverteilung. Ich habe selbst auch eine ökonomische Ausbildung und habe mich auch viel beschäftigt mit diesen Fragen. Und ich bin mir wirklich sicher, dass wir hier auf ein massives Problem für unsere gesamte Gesellschaft zusteuern, auch für die auch ein großes Problem für die Demokratie. Das ist ganz klar. Und da gibt's unterschiedliche Maßnahmen, wie man eine gerechtere Verteilung erreichen kann. Angefangen natürlich vom Steuersystem, aber auch von auch andere Themen, ein armutsfester Sozialstaat zum Beispiel. Zweites Thema, das mir jetzt so spontan dann, wenn du nach drei Themen fragst, ein Feld ist das Thema Bildung und Schulpolitik. Da ist ja, finde ich, auch so ein bisschen im österreichischen innenpolitischen Diskurs ja wieder so ein bisschen die Luft
draußen aus dem Thema. Ja, das ist ja eine Zeit lang sehr intensiv diskutiert worden. Jetzt wieder weniger. Hat vielleicht dann auch die Chance, dass es dann weniger ideologisch und weniger polarisierend vielleicht auch diskutiert wird. Aber ich glaube, die Verbesserung unseres Schulsystems als Ganzes und dass auch die Chancen gerechter verteilt werden über das Bildungssystem. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Jahr. Und dann würde ich noch, wenn ich mich für drei Sachen entscheiden muss, dann würde ich noch sagen, eine fortschrittliche Frauenpolitik und eine linke Frauenpolitik, die diese große Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, die ja auch eine ökonomische Ungleichheit ist, die aus dem Weg räumt. Und das sehe ich auch, ich bin ja auch, habe zwei kleine Kinder und habe auch viele Freundinnen, die Kinder haben. Wenn man dann in so einer Lebensphase ist und wenn sich dann die großen Fragen stellen, wie kann ich Arbeit und Kinder und Familie und so weiter vereinbaren? Und sind meine Kinder gut aufgehoben? Bekommen die eine gute Ausbildung? Und kann ich auch als Frau und als Mutter auch von meinem kann ich auch berufstätig sein und kann auch auf meinen eigenen Beinen stehen. Das ist, glaube ich, schon was sehr Wichtiges. Und da gibt es, glaube ich, auch noch viel zu tun. Stichwort halbe-halbe. Ich fühle mich ertappt. Ich gebe zu, ich habe auch zwei kleine Kinder. Es funktioniert noch nicht perfekt, aber wir sind auf dem Weg. Um auf diese zwei ersten Punkte zurückzukommen, Verteilungsgerechtigkeit und, wie du es formulierst, Bildungsgerechtigkeit, heißt das nicht, dass du Leuten wie mir zum Beispiel was wegnehmen musst? Ich habe ein Einfamilienhaus draußen am Land, ich weiß, ökologisch schrecklich, aber es ist halt nun mal so. Und andererseits meine Kinder an einer, gibt's ja zu, an einer privaten Schule untergebracht. Das heißt wahrscheinlich, ich würde zu den Verlierern so einer Politik zählen. Ich glaube, ich würde dir nichts wegnehmen und ich würde auch davon ausgehen, dass du brav deine Steuern und deine Sozialabgaben bezahlst. Ja, viel zu viel. Nein, aber das ist ja, wir lachen, das ist ja tatsächlich so, dass man ja relativ viel von seinem Gehalt auch in die Institutionen des Sozialstaats einzahlt. Man profitiert natürlich auch davon, weil wenn du, und das wäre fürchterlich, einen Unfall hättest und ein Pflegefall wärst oder man hat so viele Lebensrisiken und da profitieren auch Leute davon, die sehr gut verdienen. Und die sind ja auch, glaube ich, überhaupt nicht das Problem, wenn man sich die Verteilung anschaut. Und was glaube ich schon interessant ist, ist, dass wir so von unserem grundsätzlichen Zahlenverständnis uns sehr schwer tun, den Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde zu erfassen, nämlich wirklich absolut zu erfassen. Es gibt im Internet ganz coole Videos, wo man mit Reiskörnern oder was auch immer versucht, was ist, weil nämlich eine Milliarde 1000 Millionen sind. Also es ist einfach wirklich, diese Superreichen sind ja wirklich, leben ja in einer völlig anderen Kategorie als Menschen, die irgendwie zu einem unter Anführungszeichen bescheidenen Wohlstand gekommen sind, auch noch mehr verdienen wie viele andere. Aber ich glaube, das muss man schon stark auseinanderhalten. Aber selbst wenn man jetzt die Superreichen definiert als jemand, der Hausnummer mehr als 100 Millionen hat oder mehr als 1 Milliarde hat, das sind ja gerade in Österreich nicht viele Leute. Und selbst wenn man die jetzt ganz arg besteuern würde, wenn man das ideologisch für richtig hält, würde das Kraut ja kaum fett machen, außer man fährt da jetzt mit einer ganz massiven Steuer rein. Wir haben ein Bundesbudget von jetzt 90 Milliarden Euro im Jahr. Da macht ja ein bisschen was keinen Unterschied, oder? Ja, ich finde erstaunlich viel dann, weil als der Dietrich Mateschitz verstorben ist, und ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr im Kopf, haben sich ja dann ein paar Leute ausgerechnet, was würde das dann bedeuten für ein Steueraufkommen, wenn man eine übliche Erbschaftssteuer zum Beispiel hätte. Also ich glaube, dass es in Österreich keine Erbschaftssteuer gibt, das ist ja tatsächlich absurd. Also wenn man das Leuten in anderen Ländern erzählt, die schauen einen dann immer mit offenem Mund an und sagt, was, ihr habt keine Erbschaftssteuer. Und da würde man ja, da würde dann sogar bei so Einzelerbfällen ja dann sehr viel Geld auch abfallen. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass Superreichtum auch für die Gesellschaft und für die Demokratie eine Gefahr ist, weil die Leute, die so viel Geld haben, und da ist, glaube ich, auch Mateschitz ein gutes Beispiel dafür, die kaufen sich halt dann einen Fernsehsender und geben dann auch eine gewisse politische Linie vor, wie dieser Gebiet dann auch
das Programm dort gestaltet ist. Das ist nur ein Beispiel davon. Oder und in Österreich, glaube ich, sind wir da, ist das bei uns ja eh nicht so ein großes Problem mit, wenn ich es vergleiche mit anderen Ländern, mit Parteispenden und so weiter und so fort. Aber in anderen Ländern lebt ja das politische System, leben die Parteien von Spenden und von Spendern. Und dann ist natürlich immer klar, wo die Vermögenden ihr Geld hinstecken, die haben einfach viel mehr Möglichkeiten, dann auch die politischen Interessen umzusetzen. Als Advocatus Diaboli würde ich jetzt, ich will jetzt nicht zu lange beim Thema Erbschaftssteuer bleiben, aber würde ich natürlich einwenden, naja, aber das Geld ist ja auch in Betrieben gebunden. Gerade Mateschitz hat zum Beispiel in der Steiermark viele alte Wirtshäuser restauriert, eine Therme hergerichtet, die dann wieder Arbeitsplätze schafft. Also das ist jetzt kein reinstehendes Vermögen, wo irgendwer in seinem Geldspeicher sitzt. Ja, aber dafür gibt's ja auf der ganzen Welt Vorbilder, wie man auch diese Art von Vermögen ganz gut in eine Erbschaftssteuer einbinden kann. In Deutschland wird das ja schon seit vielen Jahren auch so gehandhabt. Also ich glaube, das ist technisch nicht so ein Problem, dass man dann irgendwie für Verwerfungen oder so bei den Unternehmen sorgt. Das glaube ich nicht. Wenn wir langsam zum Schluss kommen wollen, ich würde den Kreis gerne schließen. Zu Beginn haben wir über diese Führungsdiskussion in der SPÖ gesprochen. Du hast gesagt, du im Vorgespräch, du möchtest jetzt nicht auf die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten eingehen und hast auch gesagt, ich kann das ganz gut begründen. Erklärst du uns, warum? Nein, weil das natürlich nicht geht, weil wenn man also gerade als Bildungseinrichtung, als parteipolitische Bildungseinrichtung, ist ja unser Objektivitätsgebot. Unsere Bezugsgruppe ist ja die Partei an sich und das wäre, glaube ich, auch ganz schlecht und ganz kontraproduktiv, wenn man dann bei innerparteilichen Wettbewerben, Personalwettbewerben oder so dann auch eine Seite dann auch quasi vertreten würde. Das finde ich, würde nicht gehen. Was unabhängig davon, wer es am Ende wird, das wird jetzt ihr als Parteimitglieder demnächst entscheiden, in welchem Zeithorizont, werden wir dann in ein paar Wochen wissen. Unabhängig davon, was würdest du denn als Chefin der Parteiakademie dem, der neuen Vorsitzenden oder der alten Vorsitzenden gerne mitgeben, okay, das solltest du als nächstes angehen? Die nächsten Wahlen vorbereiten. Das, glaube ich, ist der erste Schritt. Wir haben Wahlen zum Europäischen Parlament nächstes Jahr im Mai. Das wird in ganz Europa ein großes Thema werden. Und dann früher oder später kommen die Nationalratswahlen bestimmt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die Partei auch einzustimmen, einzuschwören und aufzustellen, auch für die nächsten Wahlauseinandersetzungen. Weil darum geht es dann trotzdem der SPÖ schon in erster Linie. Die SPÖ hat sich immer verstanden als Teil, als gestaltende Kraft in diesem Land, in dieser Republik und hat auch zweimal die Republik quasi aufgebaut, mit aufgebaut und dafür hat sie natürlich jetzt auch eine sehr wichtige Rolle in der Opposition und als stärkste Oppositionspartei, aber ich glaube, eine Regierungsbeteiligung ist dann trotzdem quasi eine Situation, wo man dann viel mehr umsetzen kann und wo man auch genau für die Menschen, die man vertritt, dann auch viel mehr erreichen kann. Auch wenn es Kompromisse braucht, wie die Studiengebühren. Auch wenn es Kompromisse braucht. Danke dir vielmals für das Gespräch. Alles Gute und wir werden den Prozess weiter beobachten. Danke für die Einladung. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Wenn euch das Gespräch mit Maria Malcznik interessiert hat, dann findet ihr sicher auch unsere Berichterstattung auf kleinezeitung.at interessant, wo wir den Suchprozess der SPÖ nach einem neuen Vorsitzenden, nach einer neuen Vorsitzenden intensiv begleiten und euch über alle aktuellen Entwicklungen am Laufenden halten. Ich empfehle an dieser Stelle natürlich auch den Podcast des Karl-Reiner-Instituts, Rotfunk. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Mir bleibt nur noch, mich für eure Aufmerksamkeit heute zu bedanken. Wenn ihr das Gespräch interessant gefunden habt, bitte bewertet uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und empfehlt uns weiter. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Adieu. Missing Link.